herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ich habe heute wieder Luisa und Lucy mit dabei. Ihr seht schon, die beiden haben sich schon die Urpferde gekauft. Und dafür sind wir jetzt auch hier. Ich werde mir auch eins holen. Aber zuerst mache ich die Musik mal noch ein bisschen leiser. Ich verstehe mich fast nicht. So schön sie auch ist, ich mag sie echt gerne. Also, gestern, ohne Witz, ich wollte hier nicht weg. Wegen der Musik. Ich wollte nicht weg. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen questen, aber... nee. So, und zwar, welches kaufe ich mir denn? Ich werde mir dieses hier holen. Da habe ich gleich schon immer drauf geschielt, weil ich finde Rot total schön. Das seht ihr auch an meiner Haarfarbe. Also, im Spiel natürlich. So, ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Das ist jetzt blöd. schauen wir einfach mal, was hier so Schönes gibt. Ich hatte nur einmal kurz geschaut, aber den Namen habe ich schon wieder vergessen. Red Magic? Das hatte ich mir ausgedacht. Dulü. Maniac, nein. Red Magic. Findet ihr den gut? Ich mag ihn irgendwie. Ja, vielleicht. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um, aber nein. Red Magic wird's. Ein Hengst. Okay. Klick. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Juhu. Endlich. Seit Mittwoch habe ich drauf gejibbelt. Und jetzt ist es endlich meins. Sag noch eben Bescheid, dass ich mich abholen lasse. Ich musste gerade richtig aufpassen, dass ich mich nicht verschreibe. Wenn ich rede und schreibe, da kommt meistens so ein Kauderwelsch raus. Also... Dankeschön. Jetzt geht's los. Nur noch ein Outfit finden. Das ist immer so die Sache bei mir. Ihr habt es ja letztens in meinem Shopping-Video gesehen. Ich bin sehr wählerisch und genauso auch bei der Pferdeausrüstung. Ah, wo steht da? Wo steht da? Wo steht da? Da! Oh. Süß. Oh. Der Kleine. Bist du knuddelig? Ach, schaut mal. Der passt richtig gut zu meiner Haarfarbe. Oh, der ist so süß. Schauen wir mal. Eigentlich gehört ja auf ein Wildpferd kein Zeug drauf. Aber wir schauen trotzdem mal eben. Ob wir da was Gescheites finden. Ich weiß nicht, das sollte vielleicht eher schlicht sein, weil er schon selbst so auffällig ist. Deswegen. Ja, mein Schrank ist wieder nicht aufgeräumt, aber... Naja, ich finde so große Decken passen da gar nicht. Eher so kleinere. Und das beißt sich ein bisschen. Ich habe gar nicht so viele Decken, fällt mir gerade mal auf. Das ist blöd. Ich habe ja doch eine sehr beschränkte Auswahl. Ich überlege, ob ich einfach die oder die drauf pack. Packen erstmal die drauf. Nee. Vielleicht einfach den normalen Sportsattel. Leute, das ist schwierig. Das beißt sich zu doll. Nee, wo waren die Schwarze? Das hat North Queen noch drauf. Mist, Mist. Ja, dann holen wir das noch eben von ihr. No? Klauen wir ihr das nochmal schnell. Zack.
Blümchen nehmen wir auch nochmal runter. Wir nehmen einfach mal alles nochmal runter. Hat noch jemand irgendwas drauf? Nee, nicht so wirklich. Ups. Gut. Ich finde, die Leopardendecke passt eigentlich ganz gut. Das Schwarze. Ach, das ist so schwer. Das würde eigentlich gut zur Leopardendecke passen. Aber er ist nun mal ein Hengst. Da kann man nicht so... Nehmen wir einfach mal das Schwarze und hier Sattel nehmen wir... Ach, ich gucke gerade bei Satteldecken. Ich bin ja auch ein Tollpatsch hier. Nee, das sieht doof aus. Die sind so auffällig. Wisst ihr was? Wir reiten einfach so. Ich finde nämlich gerade keinen passenden Sattel. Wir reiten einfach so los. So. Oh, jetzt ist er ganz schwarz. Jetzt haben wir fast ein Easy. Ja, er ist so süß. So, jetzt werden wir uns mal irgendwo hinschleichen. Wo ich mal die Gangarten zeige. Wir... Ups. Da leckt mein Spiel mal wieder. Gehen einfach mal hier auf die Wiese. Das. So. Machen wir das Interface aus. Tschack. So. Einmal der Schritt. Der ist ja schon sehr süß, würde ich mal sagen. Sieht schon knuddelig aus. So, der Trab. Sieht auch echt putzig aus, finde ich. Richtig putzig. So, Galopp. Oh, da finde ich den... Da finde ich den Schopf gerade irgendwie voll süß. Ne, das sieht schon echt gut aus. So, ein bisschen zicken schneller. Ja, sehr, sehr gelassen, der Kleine. Sehr gelassen. So, noch ein Ticken schneller. Mhm. Das sieht schön aus. Das hat echt was. So, Vollspeed. Das ist echt süß. Uah! Egal, Red Magic schafft es. Das sieht echt schön aus. So, dann reiten wir mal, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Vielleicht ändert er die Farbe ja dann. Oh, ich bin so gespannt, wie das aussieht. Puh. Na komm schon. Oh, die magische Kraft wächst. Sie wächst, sie wächst. Und... Hui! Voll schön. Oh. So, dann nochmal eben das Steigen. Hey. Das sieht auch echt schön aus. Aber nochmal. Ja, ist echt knuddelig. So, dann zeige ich euch nochmal eben aus, wie es aussieht. Nein, 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 nein. Wir wollen nicht wieder zurück. So. Und. Na, das ist auch echt knuddelig. So. Zack. Pünktlich zum Ende wird auch wieder richtig schön. Ich finde, der passt echt richtig gut zu mir. Also mit diesen roten Haaren, das sieht schon echt toll aus. Das hat schon was. So, das war's dann auch. Ich würde euch ja gerne das Führen zeigen, aber ich hab's nicht. Und ja, ich denke mal, er wird uns jetzt ein bisschen begleiten in den nächsten Folgen. Und ich hoffe natürlich, ja, wir sind eine Familie. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!